Ja, wir hören jetzt den nächsten Vortrag von Philipp Schmolling. Er vertritt hier die Unicorn GmbH und Co. KG, auch aus dem schönen Berlin. Ja, gebe ich mal das Wort weiter. Dann kann es ja direkt losgehen. Sehr gut. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind, trotz Freitag 16 Uhr, schönes Wetter in der Stadt. Was machen Sie hier eigentlich? Das ist die große Frage. Ich hoffe, dass ich Sie nicht enttäuschen werde und Ihnen ein paar interessante Impulse mitgeben kann. Ja, mein Name ist Philipp Schmolling, ich bin Geschäftsführer der Unicorn. Wir sind ein Berliner Unternehmen und haben auch unseren Standort, was die Technik betrifft, hier in Berlin. Aber steigen wir einfach mal ein und schauen, was bei rumkommt. Ich will Ihnen kurz vorstellen, worum es mir geht. Wir machen Infrastructure as a Service. Das grenzen wir gleich mal noch mal ein bisschen genauer ein, worunter wir das verstehen, wo es genau hingehört. Auch was steckt da eigentlich dahinter genau? Also klar, da gibt es irgendwie Ressourcen aus dem Netz, aber was heißt das eigentlich? In welcher Situation ist es ein Segen für ein Unternehmen oder, ist auch eigentlich global gefasst, für einen Entwickler oder für den Anwender letzten Endes? Wann ist es vielleicht auch mal ein Leid und alles andere ist eine gute Idee? Wie sieht es in dem Bereich mit den Verfügbarkeiten aus? Das geht viel natürlich dann auch schnell in das Thema Vertrauen. Wer von Ihnen jetzt eben bei dem Vortrag davor war, das war ja zum Schluss einer der großen Aussagen von dem Vorredner, es geht eigentlich alles über Vertrauen. Und ganz zum Schluss wollen wir dann halt eben auch nochmal da wirklich eine kritische Betrachtung machen, wann das wirklich sinnvoll ist und wann nicht. Kurz zu uns, wer ist Unicorn? Wie gesagt, wir sind Infrastructure as a Service Anbieter, das heißt Rechenkapazitäten, Speicherkapazitäten, um es ganz grob zusammenzufassen, die wir zur Verfügung stellen. Das heißt also CPU, RAM, Storage, dazu braucht man irgendwie noch IP-Adressen, Traffic. Und Servermanagement ist optional und das alles im Baukastenprinzip. Das heißt also eben nicht, um die kleine Differenzierung zu machen, wie es schon lange ja mit virtuellen Servern möglich war. Ich habe meine fertige Konfektion an, was ich, einem Kern mit 2 GHz und 2 GB RAM und, keine Ahnung, 50 GB Festplatte oder was auch immer. Und wenn meine Festplatte voll ist, dann muss ich irgendwie leider gleich die nächste virtuelle Instanz wieder mieten, sondern wir haben halt eben die Möglichkeit, dass man letzten Endes, vielen Dank übrigens für den Besuch auf der Webseite, wer auch immer das von Ihnen war, ich sehe Sie gerade hier, fühlen Sie sich ruhig beobachtet. Also letzten Endes ist es halt eben so, dass wir dieses Baukastenprinzip haben, das heißt also auch das, was so wie ja auch in Amazon angefangen hat, wir stellen dir das zur Verfügung, kannst du jederzeit anstellen, war ja auch immer ein fertiges Paket und das ist halt eben letzten Endes der technische, wesentliche Unterschied an dieser Stelle. Wir sind ausschließlich in deutschen Rechenzentren, wir erfüllen das deutsche Bundesdatenschutzgesetz, bei uns gibt es auch einen Datenverarbeitungsauftrag, der durchaus auch beinhaltet diese kritischen Themen, dass sie letzten Endes ein Kontrollrecht haben, um bei uns vorbeizukommen und sich auch genau anzugucken, wie das ist. Keine Frage, es ist ein großes Problem, auch ein guter Grund, warum Amazon das konsequent verweigert oder auch all die anderen Anbieter in den großen Dimensionen, weil ansonsten hat man ja täglich Reisebusse, die da durch das Rechenzentrum geführt werden wollen. Und da ist natürlich durchaus auch eine berechtigte Frage, ist das denn noch so sicher, wenn da permanent alle durchlaufen und also ist halt so eine Sache, aber das deutsche Datenschutzgesetz fordert unter anderem diesen Punkt, genauer kommen wir da nochmal drauf zu sprechen. Es gibt halt einen 24-7-Support und zwar auch persönlich, nicht nur irgendwo im Forum posten, sondern tatsächlich mit jemand aus Berlin, der da auch ans Telefon geht. Und es gibt halt grundsätzlich auch einen persönlichen Ansprechpartner bei uns. Das heißt also, Sie haben halt wirklich Herrn Hinz zum Beispiel als Ihren Ansprechpartner, der jederzeit für Sie auch zur Verfügung steht, ob per Skype, Mail, Telefon, was auch immer, sodass halt wir wirklich einen engen Kontakt zu unseren Kunden pflegen. Obendrauf gibt es dann noch Ökostrom, also das deutsche Herz
das deutsche Durchschnittsherz ist jetzt glücklich bedient. Kurz also nochmal zur Einordnung. Ich bin mir sicher, dass Sie das alles wissen, deshalb können wir, glaube ich, da relativ schnell drüber fliegen. Ich will es dennoch kurz sagen, weil dieses große Schlagwort Cloud Computing, was ja jetzt hier auch an diesem Raum draußen dran klebt, wird immer noch von vielen unterschiedlich aufgefasst. Dem einen ist diese Struktur hier gänzlich klar, der andere ist noch vielleicht nicht ganz so zielsicher. Wir befinden uns letzten Endes in diesem roten kleinen Dreieck unten. Das heißt, bei uns gibt es, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich die Infrastruktur. Das heißt, unsere Kunden sind zum Beispiel Platform-as-a-Service-Kunden, die also Frameworks und so weiter zur Verfügung stellen oder halt eben letzten Endes auch Software-as-a-Service-Kunden. Ein schönes Beispiel von dem Vorredner war ja eben auch Dativ, die das schon lange machen, die das alles in ihrem eigenen Rechenzentrum machen, aber letzten Endes jeder Softwarehersteller, der seine Software zur Verfügung stellt, ist ein klassischer Kunde von uns, der dann letztlich die Ressourcen mietet und was er da drauf macht, unsere Hardware ist da geduldig, ob er da Ubuntu drauf installiert oder, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, sogar Microsoft. Auf den Linux-Zangen ist das ja so eine Sache. Also unsere Hardware ist es eigentlich völlig Schnuppe. Wir sind auch keine Microsoft-Fans an dieser Stelle noch gesagt, aber das ist sozusagen die Ebene, in der wir uns da bewegen. Gut, schauen wir uns kurz an, was steckt hinter dem Rechenzentrum. Das ist das Grund und das Gebäude, also Grundstück und Gebäude, die Stromversorgung, Notstromversorgung, Klimatisierung, vielen Dank für den Besuch. Scheiße, das hätten wir mal ausschalten können, ne? Na gut. Die Löschung, wir löschen damit entsprechendem Argongas, Betriebsmannschaft, das heißt, die auch sich um Strom, Klima und sowas alles kümmern, die auch 24/7 vor Ort sind, also auch nachts sitzen da Leute, die wirklich im Zweifelsfall was reparieren können. Eine Videoüberwachung, entsprechend der Wachschutz auch dazu, der auch 24/7 da ist und zwar da auch mindestens immer zwei Leute, dass wenn einer rausgeht, um was zu kontrollieren, nicht dann einen über den Kopf kriegt und schon ist das Ding geändert, sondern es bleibt nur noch einer drin sitzen, der im Zweifelsfall dann noch die Polizei oder wen auch mal dazu rufen kann. Das vielleicht noch kurz gesagt, das alles ist, sind Sachen, die wir auch einkaufen, konkret uns unser Hauptstandort hier in Berlin bei der Firma eShelter, wo wir das alles einkaufen, die aber sich aber auch nur darum kümmern. Das heißt, die gehen eben auch nicht selber hin und stellen da Server hin oder so, sondern wir mieten da nackte Fläche, Raum mit all diesen Dingen, bauen selber unsere Schränke auf, Hardware und so weiter und so weiter. Das kaufen wir alles ein. Wo es losgeht, ist letzten Endes Instandhaltung, die permanente Pflege von der Hardware. Gern beliebt sind da die Festplatten, das sind die, die am ehesten immer ausgetauscht werden wollen. Und natürlich ein regelmäßiges Testing, Monitoring und so weiter, alles was noch mit dahinter hängt. Warum zähle ich das alles auf? Das sind halt alles Sachen, die bei Infrastructure as a Service, ob das nun wir sind oder ein anderer, ist erstmal völlig egal, aber von der Art halt eben erstmal alle mit drin sind. Der eine macht es auch intensiver, beim anderen gibt es vielleicht keinen Wachschutz, der da ist, sondern da genug Rechenzentren, wo dann irgendwie einer nach einer halben Stunde dann kommt, wenn da irgendein Alarm ausgelöst wurde. Das ist alles eine Frage, was man haben möchte, welche Qualitätsstufe man letzten Endes haben möchte. Aber nichtsdestotrotz ist das halt eben alles mit drin. Das heißt, so diese typische Frage, naja, lohnt sich das denn überhaupt? Wollen wir das denn überhaupt haben? Oder ist ja nicht sowieso eigentlich viel sicherer, wenn das alles bei uns im Unternehmen steht? Da muss man halt letzten Endes, zumindest bei dem Punkt Kosten, schon mal sagen, wir müssen da wirklich eine Vollkostenrechnung machen. Das heißt also, auch in dem Unternehmen brauche ich ja irgendwo einen Raum, wo das drin steht, für den ich Miete zahle oder wenn das mir gehört, dann trotzdem ja irgendwie das kalkulatorisch betrachten muss. Da brauche ich auch irgendwie Strom. Habe ich da wirklich eine richtige Notstromversorgung oder habe ich da so eine kleine USV-Anlage zu stehen? Was ist dann nach den 20 Minuten, wenn die dann ihren Strom gegeben hat? Habe ich da wirklich eine Klimatisierung, also eine richtige? Also klar, so ein kleines Klimagerät, was da mal oben hängt, schön und gut. Kann je nach Dimension auch reichen. Habe ich eins davon, habe ich zwei davon? Was ist, wenn das Freitag 16 Uhr, wo Sie ja alle sitzen, jetzt gerade ausfällt bei Ihnen, jetzt haben wir Pfingsten noch, dann sind Sie am Dienstag da und kommen hin, das Ding glüht. Also ich meine, klar, es wird kein Schmelzhaufen da liegen, das ist schon klar, aber ist das halt ausreichend? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss und die man halt einfach wirklich in diesem Vergleich für sich haben muss und genauso eben auch mit der Sicherheit. Wie sieht es auch mehr aus mit Zutrittskontrolle? Wer ist wirklich geregelt, wer da hinkommt? Wird das wirklich überwacht? Oder ist da letzten Endes denn einmal am Wochenende auch immer die Putzfrau drin feucht durchwischen in dem Raum?
Das sind halt alles Sachen, die man sich schon fragen muss in dem Vergleich, mache ich es halt selber oder gehe ich in ein Rechenzentrum? Das ist ja auch erstmal relativ unabhängig davon, ist es jetzt so ein, unter diesem großen Schlagwort Cloud Computing oder ist es klassisches Outsourcing in ein Rechenzentrum? Das sind halt die Sachen, die da alle zum Vergleich stehen. Und dann natürlich die Instandhaltung, die regelmäßig stattfinden muss, die halt eben auch mal durchaus am Wochenende zu Pfingsten stattfinden muss, weil da halt eben gerade zwei Festplatten gleichzeitig sich verabschiedet haben und man hat hoffentlich ein RAID 6 Level, dann hat man noch eine Chance, ansonsten ist eh schon zu spät. Das ist halt eben all das, was eben in diesem Service letzten Endes mit drin ist. Also auf Deutsch, der Vergleich, die Kosten, die man dabei hat, einfach nur zu teilen durch eine Anschaffung von irgendeinem Server, reicht halt letzten Endes nicht. Dann ist das, warum wir uns halt eben kümmern, Carrier-Anbindung. Desto mehr, desto besser, ist klar. Zum einen wegen der Ausfallsicherheit, zum anderen natürlich auch, desto mehr Verbindungen ich irgendwo hin habe, desto besser oder schneller sind letzten Endes die Zeiten, wie ich meinen Traffic irgendwo loswerde. Da sind wir zum Beispiel mit Level 3 Telekom angebunden, Versatel hier in Berlin relativ viel, Kabel Deutschland und so weiter sind, ich glaube, es sind irgendwie 15, 20, mit denen wir da halt angebunden sind. Das Netzwerk als solches, in welchem Netzwerk bewegen wir uns, gerade bei dem Thema Infrastructure as a Service, so wir das machen. Das heißt, also wir trennen wirklich Rechenleistung, sprich wir haben Blade Center mit CPU und RAM ohne Ende voll. Wir haben Storage separat, das viele Vorteile hat, da komme ich noch drauf zu sprechen. Aber was bringt es mir dann, wenn ich das alles habe und dazwischen hängt irgendwie so eine kleine Kupferleitung und womöglich nur eine 100 Mbit Netzwerkkarte? Dann kann nach draußen die Anbindung noch so toll sein, wenn das da drin irgendwie so schnell ist wie ein besserer Gameboy, dann hilft das natürlich auch nichts. Klar, das Storage hatte ich schon gesagt, das Plattenthema ist ein großes Thema, die permanent kaputt gehen. Wir machen das halt so, dass wir dann RAID 6 Level fahren, das heißt zwei Platten können kaputt gehen. Das Ganze spiegeln wir halt nochmal auf ein zweites System, da können natürlich dann genauso wieder die Platten kaputt gehen. Und eins ist klar, das muss man auch ganz klar sagen, wir bewegen uns zwar in dem Bereich, den wir machen, in Hochverfügbarkeit, aber unterm Strich diese Prozentzahl 99, irgendwas ist völlig Latte. Die Frage ist, und das ist eigentlich auch die Botschaft, die ich so ein bisschen mitgeben will, man muss erstens vergleichen, was will ich haben, was ist mein Anspruch eigentlich überhaupt. Also um das mal ganz extrem zu sagen, wenn ich jetzt für eine Friseuse eine Webseite machen will, dann kann ich die auch irgendwo hosten. Und wenn die mal 4, 5 Tage offline ist, dann wird die das wahrscheinlich immer merken. Kein Problem, reicht völlig. Wenn ich jetzt aber ein riesen Shop-System habe, mein ganzes Geschäft über das über diesen Internetkanal dort verbreite und ich bin da 2 Stunden am Tage offline, dann fehlen mir 2 Stunden meines Umsatzes. Und wenn das womöglich noch ein Saisongeschäft ist, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der macht so Kostümhandel, Perücken und sowas alles, naja, da knallt es natürlich vor Karneval, da ist da richtig Bums, da macht er im Prinzip in den 3 Monaten den Umsatz seines ganzen Jahres. Da sind 2 Stunden schon ziemlich heftig, also es geht einfach um den Anspruch. Und da ist es natürlich genauso halt eben auch die Frage, was sind da für Systeme dahinter? Klar, Backup ist auch wichtig, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, das ist klar. Und die Server selbst sind natürlich auch der feste Bestandteil. Auch da ist es so, dass im Vergleich zu dem früheren Modell, wo ich ja irgendwas gemietet habe oder womöglich auch heute ja noch irgendwo dedizierte Hardware mieten kann, wenn die dann kaputt geht, dann gibt es durchaus den einen oder anderen Betreiber, der sagt, naja, wir reparieren das dann demnächst. Und vor allem, man hat das Problem, dass die Daten ja auch auf den Platten da drauf sind, wenn ich nicht noch zig eine weitere Version, also Master Slave fahre oder irgendwie sowas. Gut. Das gehen wir mal ganz schnell drüber von dem System, was ich vorhin schon gesagt habe. Altes System, ich habe halt ein vorkonfektioniertes System. Brauche ich 1 Kilobyte mehr Speicher, muss ich ein zweites kaufen und dann irgendwann halt nochmal ein drittes, obwohl ich die CPU vielleicht gar nicht brauche. Der Weg bei uns ist halt, ich sage, okay, ich brauche viel Storage, also nehme ich mir eine CPU, nehme mir einen RAM-Riegel und dann halt eben noch ein bisschen Storage oder ein bisschen mehr oder packen wir das Ding halt mal ordentlich voll. Genauso im zweiten Server nehme ich mir halt eben das Ding, was ich eben da hatte. Bei dem anderen habe ich es genau umgekehrt, brauche ich viel CPU und nur ganz wenig Storage. Klassisches Beispiel dafür ist, dass wir so einen Kunden haben, der macht so Brandsimulationen. Naja, der braucht irgendwie 10 Gigabyte Festplatte, aber so viel Rechenleistung. Das heißt also, für so ein fertiges Ding wäre dem völlig zu teuer, weil er letzten Endes Sachen zahlt, die er gar nicht benötigt. Genauso kann ich halt auch jederzeit sagen, hier, ich gehe da wieder ein bisschen runter nächsten Monat, weil ich doch viel zu viel geplant habe. Oder hier unten packe ich mal noch eine CPU zu, weil ich mehr brauche. Diese Flexibilität ist eben gerade natürlich auf der kaufmännischen Seite auch das, was ja auch das Cloud Computing
letztlich ausmacht, dass man da eben kurze Vertragslaufzeiten hat. Also all die tollen Schlagworte, Flexibilität und so weiter, was man da alles aufzählen kann. Unterm Strich geht es eigentlich darum, so ist jedenfalls unsere Arbeitsweise, dass wir sagen, lieber Kunde, was brauchst du, was möchtest du gerne haben? Das kann ja von was brauchst du durchaus in beide Richtungen abweichen. Und zu guter Letzt dann halt mit dem Kunden genau angucken und analysieren, was er denn wirklich an Ressourcen braucht. Denn gerade das ist auch immer noch ein großes Thema, dass eben Kunden, die bisher auf eigener Hardware gelebt haben, egal ob sie die bei sich jetzt zu stehen hatten oder halt eben dediziert irgendwo gemietet haben, dann halt sagen, ja, das brauchen wir alles dann auch in der virtuellen Umgebung und dann stellt sich ganz schnell heraus, aha, wir können da vielleicht sogar ein Drittel von den Ressourcen einsparen, weil wir durch die Virtualisierung, dadurch, dass wir halt eben da mit dynamischen Kernen arbeiten und bestimmte Systeme halt dann arbeiten, andere dann arbeiten und wir nicht für alles immer gleichzeitig die Ressourcen brauchen, letztlich die Möglichkeit haben, da an der Stelle auch Geld einzusparen. Und letzten Endes ist es halt eben so, dass wir da mit dem Kunden eben sehr nah zusammenarbeiten. Es gibt Kunden von uns, die haben eigene Administratoren, die das letztlich alles machen. Da ist zum Beispiel dieses Thema Management, was ich vorhin gesagt habe, nicht dabei. Da sagen wir, hier hast du die Ressourcen. Wenn du mehr oder weniger brauchst, sag Bescheid, dann kriegst du mehr oder weniger. Aber es gibt halt einige Kunden, die gerade aus dem Softwarebereich kommen, die haben letzten Endes Webentwickler viele zu sitzen bei sich, die halt immer so ein bisschen dieses Administrieren mitgemacht haben. Meist dafür einen auf den Deckel bekommen haben, weil natürlich irgendwas immer nicht funktioniert dabei und waren immer sozusagen die Schuldigen, wo wir inzwischen fast integraler Bestandteil geworden sind von den Unternehmen, also da letztlich für die eben das komplett machen und die auf uns auch zukommen, wenn sie irgendwas planen oder entwickeln und uns halt eben fragen, hey, wir wollen das und so machen, was denkt ihr, welche Architektur sollte man auf der Hardware-Ebene machen, wie sollten wir das eventuell jetzt, wo wir noch die Chance in der Planung haben, das auch in der Software entsprechend umsetzen, dass es halt eben optimal performt letztlich. Ich habe Ihnen nochmal ein paar Beispiele mitgebracht, die das ganz schön auch symbolisieren. Das ist ein Kunde von uns, der Newsletter-Versand macht für IKEA, Österreich, Neckermann, Nikon, Nordsee und Grohe. Kennen Sie Grohe? Sagt Ihnen das was? Ja. Genau, wenn man lange sich im Bad aufhebt, dann hält, dann kennt man das irgendwann, Wasserhähne und sowas. Als die dann um die Ecke kamen und meinten, ja, wir brauchen mehr Ressourcen, wir haben jetzt Grohe, dachte ich mir, für Wasserhähne, was soll's? Die schicken so viel Newsletter raus, die müssen auch international krasser, also unfassbar, was die für Newsletter rausschicken. Vielleicht haben die auch umgeschwenkt auf Spamming anstatt Wasserhähne, ich weiß es nicht genau. Wie auch immer, die verschicken halt eben sehr, sehr viele Mails. Und haben dabei halt letzten Endes natürlich auch bestimmte zeitliche Fenster, die sehr extrem sind. Also im November fängt das dann schon so langsam an zu rödeln. Im Dezember vor Weihnachten, da läuft die Maschinerie im Prinzip auf Hochtouren. Und so zwei Wochen vor Weihnachten werden dann halt von Unternehmen, die sonst alle Monat mal ein Newsletter rausschicken oder alle zwei Wochen dann halt täglich penetriert, damit die Leute auch wirklich das richtige Geschenk kaufen. Das ist also ein klassisches Beispiel, wo wir halt eben über einen zeitlichen Rahmen, den man im Prinzip absehen kann, dann einfach mehr Ressourcen benötigt werden. Bei denen ist halt eben das Thema, dass sie bei den großen Unternehmen eben da eben wirklich auch mit Garantien arbeiten. Das heißt also, so ein IKEA Österreich sagt, hey, wir haben hier irgendwie die und die Aktion, die wird gleichzeitig im Radio, im Fernsehen, in was auch immer beworben. Und diese Mails müssen halt innerhalb von einem bestimmten Zeitfenster raus. Und das ist halt dann eben die Herausforderung, das eben auch zu gewährleisten. Und deshalb ist da sehr wohl diese Hochverfügbarkeit für die ein ganz, ganz wesentliches Thema. Ein anderes Beispiel ist so dieses typische Ding Medienpräsenz. Wer kennt das nicht? Es kommt irgendwas Interessantes im Fernsehen. Man geht auf die Webseite und es passiert nichts mehr. Dann waren die entweder nicht vorbereitet oder sie waren nicht vorbereitet, eins von beiden. Weil letztlich ist es ja der seltenste Fall, dass man als Unternehmen sich in irgendeiner Art und Weise im Fernsehen präsentiert sieht und davon vorher nichts wusste, weil irgendwann wird man ja die Kamera mal vor der Nase gesehen haben. Nichtsdestotrotz kann es halt passieren, dass es vielleicht viel doller ausbricht, als man dachte. Und dann ist das natürlich eine Situation, wo wir da halt eben auch schnell reagieren können und entsprechend Ressourcen zur Verfügung stellen können. Es gibt auch, das ist auch der Kunde, der eigentlich hier versucht wird zu beschreiben, Situationen, wo Kunden eben selbst ihre Hardware haben für eben ihre normale Website und ab und an ist halt mal irgendwie
irgendwas ganz Besonderes, wo es dann halt knallt, wo dann halt eben für die Zeit letzten Endes bei uns anstatt bei denen eben ein Webserver, dann eben x Webserver gestartet werden, wo der Content entsprechend gespiegelt wird über alle Dinge, dann ist es natürlich für den Zeitraum von ein paar Stunden oder was auch immer statisch, weil ist ja jetzt verteilt über alle gleichzeitig. Aber dann sind halt eben alle Kunden mit der Information, mit der man jetzt ja gerade rausgeht, bedient. Das sind jetzt halt gerade welche, die im Gesundheitsbereich arbeiten und oder im Lebensmittelbereich arbeiten. Und wenn die da halt ein Newsletter oder eine Pressekonferenz raus, sondern dann wollen halt alle auch nur die Information haben, die es da angesprochen wurde. Anderes Beispiel ist so ein Sportportal, die halt eben noch mehr diesen saisonalen Verlauf haben, als ich vorhin das schon bei dem Newsletter-Versand beschrieben habe. Hier kann man sich halt eben anmelden für Sportveranstaltungen, kann danach Fotos davon sich einsehen und Ergebnisse einsehen und so weiter. Das heißt also, über die Sommermonate ist da tierisch was los. Die großen Marathons sind natürlich dann die Spitze des Eisberges. Im Winter schläft das Ding im Prinzip im tatsächlichen Winterschlaf, da ist dann gar nichts los. Und da ist es natürlich dann auch für so ein Unternehmen halt die Frage, okay, dann kann ich ja im Winter im Prinzip da auf Sparflamme mit den Ressourcen arbeiten und entsprechend Kosten sparen und letztlich dann nur im Sommer die Ressourcen mir entsprechend dazu buchen. Ja, und der ganz klassische Beispiel ist halt eben Startup, das ist klar, jeder ist da euphorisch am Anfang und hat eine geile Idee und die soll es jetzt auch sein. Und natürlich würde man nie sagen, hey, wir planen jetzt mal, wir starten jetzt und das wird toll, und aber nächstes Jahr wird es dann wieder schwächer und dann erst in 5 Jahren wird es wieder toller. Jeder geht immer von Steigerung natürlich aus, ohne Ende. Aber erstens muss man sich dann, wenn man tatsächlich diese Steigerung hat, nicht in die Situation begeben, dass man schon am ersten Tag die Hardware kauft, die man dann eben in einem Jahr für den Mega-Erfolg braucht. Und zum anderen, wie viele Start-ups von der Masse schaffen das dann auch wirklich? Ne? Also das heißt, man muss sich da auch nichts ans Bein nageln, wenn das halt eben nach 3-4 Monaten oder je nachdem, was das für Zyklen sind, vielleicht nach einem Jahr nichts wird, dann kann ich immer noch sagen, gut, dann schalten wir von heute auf morgen halt eben die Sachen ab und schade war es drum, aber wir zahlen nicht wenigstens noch ewig für Infrastruktur obendrauf. So, jetzt ist jede Menge Vorteile, ist klar. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem für mich entscheidenden Punkt. Dass natürlich sind wir überzeugt von unserem Produkt und von dem Thema Infrastructure as a Service, und zwar auch völlig unabhängig davon, ob das jetzt nun bei uns ist oder irgendwo anders. Aber die Frage ist halt eben, wo sind denn wirklich jetzt die Haken und die Probleme? Da gibt es natürlich zum einen das Thema Vertrauenswürdigkeit. Das, wie gesagt, war bei denen, die jetzt vorher schon hier waren, bei dem Vortrag ja auch das Thema. Habe ich da jetzt Vertrauen drin? Weil unterm Strich sind meine Daten ja nicht mehr unter meiner physischen Gewalt, sondern irgendwo da draußen. Und das muss man sich halt schon auch klarstellen. Da hängen auch viele Sachen dran. Also das Thema Datenschutz zum Beispiel, wenn ich da personenbezogene Daten drauf habe. Und das, je nachdem, wem man da Glauben schenken mag, wenn man also den deutschen Datenschutzbehörden erstmal glaubt, als die Instanz, die dafür zuständig ist, dann geht es ja schon relativ früh los. Sobald da eine IP-Adresse ist, ist die persönlich zuortbar. Erst recht, wenn dann IPv6 kommt, wenn ich quasi wirklich jedem Menschen, jedenfalls von der Menge der IP-Adressen, quasi das unter die Haut spritzen könnte, der hat Firma die Adresse. Aber auch jetzt ist es schon so, dass die Datenschutzbehörden das halt entsprechend sehen. Das geht aber natürlich erst recht weiter, wenn ich tatsächlich irgendwelche Shop-Lösungen habe, wenn ich da irgendwelche Kreditkartendaten habe, wenn ich womöglich, wie ein Kunde von uns, eben so ein Gesundheitsportal habe, wo sogar gesundheitsrelevante Daten drin sind, die halt besonders schützenswürdig in diesem Bereich gesehen werden, dann ist natürlich die Frage schon, wo sind diese Daten? Also das ist ganz essentiell für diese Unternehmen, weil dann will nämlich nicht nur der ITler eigentlich wissen, wo er gerade quasi drauf administriert, und um sich das vorstellen zu können, wo das tolle Gerät steht, sondern dann kommen halt die Datenschutzbehörden oder erstmal der Datenschutzbeauftragte aus dem Unternehmen um die Ecke und sagt halt schon, wo ist das? Wir müssen das kontrollieren. Wird da wirklich eingehalten? Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle und diese ganzen Themen, die dann da durchgerattelt werden. Glauben Sie mir, ich habe mich da tatsächlich schon mit Datenschutzbeauftragten über 3 Monate, das ist keine Übertreibung, über 3 Monate gestritten, weil er von seiner Checkliste, die er in seinem Kurs gelernt hatte, durchgehen wollte und von mir per Tu die Zusicherung haben wollte, dass wir abschließbare Jalousien vor den Fenstern haben. Und ich ihm immer wieder erklärt habe, wir haben keine Fenster. Also haben wir auch keine Jalousien. Klingt jetzt wirklich banal, er hat es nicht geglaubt, er ist halt auch kein Techniker. Das ist auch oft das Problem, du hast einen Datenschutzbeauftragten, irgendeiner wird dazu gemacht und dann musst du dich dann mit dem rumplagen.
Aber die Frage ist, wie gesagt, ist es, und da sind wir jetzt wieder bei dieser Sicherheitsthematik, also ist es dann wirklich sicherer, wenn ich das bei mir im Unternehmen habe? Wo habe ich das denn bei mir im Unternehmen? Ist es irgendwo im Keller unten? Ist es womöglich da, wo das ganze Wasser beim Rohrbruch zusammenfließen würde? Ist es wirklich im Zugangskontrolliert, wie ich vorhin das Beispiel mit der Putzfrau gesagt habe, wer kommt da rein, ist es videoüberwacht? All das bietet ein Rechenzentrum erstmal per se. Und auch da wieder unabhängig, ob das jetzt Infrastructure as a Service oder eben das klassische Hosting oder was auch immer Geschäft ist. Das heißt also, wenn man da wirklich mal ganz genau hinguckt, wie sicher ist was, dann sind wir schnell in der Thematik, okay, eigentlich müsste ich zumindest vom Verstand her erstmal mehr Vertrauen darin haben, weil das auf jeden Fall sicherer ist. Der andere Punkt ist natürlich trotzdem, wer arbeitet denn damit? Wer sind diese Leute, die da auch letztlich irgendwie rumadministrieren, zumindest eine Hardware, und mir womöglich da auch da Daten kaputt machen, im Zweifelsfall einfach nur, weil er sauer auf den Chef ist und mit dem Hammer mal ordentlich raufhaut, dann sind meine Daten auch gelöscht, auf eine andere Art und Weise, aber auch irgendwie gelöscht. Und das ist halt eben so der Punkt, was man haben will. Wenn einem das nicht so wichtig ist, dann sind solche Angebote wie Amazon, GoGrid und wie die alle heißen, natürlich eine tolle Sache. Insbesondere, wenn ich kein Datenschutzproblem habe, dann kann ich das auch sonst wo in Timbuktu irgendwo speichern. Ansonsten habe ich dann ein Problem. Bitte. In der Tat, es gibt die Möglichkeit, das verschlüsselt zu speichern. Die Frage ist, wo ist dann der Schlüssel, mit dem ich das dann entschlüsseln kann. Also wenn es nur darum geht, irgendwo Daten zu speichern und dann mit denen nichts weiter zu machen, dann ist es genau das Thema, dann kann man das verschlüsseln, da hinschicken. Da gibt es auch den einen oder anderen Datenschützer, der sich noch drum streitet, aber das ist der Konsens, dann wäre es okay. Aber sobald ich mit den Daten arbeiten muss, also wenn ich da quasi Software letztlich betreibe in meinem System, wo eben auch irgendwelche Leute irgendwas eingeben oder irgendwelche Prozesse stattfinden müssen, Kreditkarten, was auch immer, dann muss ich ja trotzdem erstmal, kann ich zwar verschlüsselt übertragen, das sollte man sowieso grundsätzlich erstmal tun, das empfehlen wir auch unseren Kunden, aber vor Ort muss ich es ja wieder entschlüsseln, um dann mit den Daten da irgendwie was machen zu können. Aber ansonsten haben Sie völlig recht, wenn ich das nur ablegen will, speichern, archivieren will, dann ist das in der Tat eine Möglichkeit. Sobald der Schlüssel da auch auf dem gleichen System letztlich irgendwo liegt, reicht es dem Datenschutz an der Stelle erstmal nicht mehr. Anderes Thema ist ganz klar, deshalb ist es auch so groß und fett gemacht, die Abhängigkeit. Ich bin halt einfach von diesem Anbieter dann dort abhängig. Er ist dann meine IT-Abteilung. Aber ist man letzten Endes von seiner eigenen IT-Abteilung nicht auch abhängig? Also wenn mein Chef-Admin, der da die Chef-Admin-Passwörter von allem hat, irgendwie plötzlich gerade ein Spleen hat und keinen Bock mehr oder dieses berühmte Big-Bus-Problem und er einfach überrollt ist und das nicht irgendwie in einem ordentlichen Prozess irgendwo dafür gesorgt wurde, dass die Passwörter auch noch in irgendeinem Bankschließfach oder was der Geier was liegen, dann habe ich auch die Abhängigkeit. Also es sind eigentlich alles Fragen, die man regeln kann, die man irgendwie letzten Endes schon organisieren kann. Es gibt aber auch ganz klassische Probleme, die tatsächlich ein Problem sind. Wenn ich jetzt also in irgendeinem Dorf irgendwo mein Unternehmen habe und ich sage jetzt mal übertriebener Stacheldraht noch im Boden zu liegen habe als Leitung und da knapp über ISDN-Niveau vielleicht irgendwie meine Daten kriege und dann halt eben alles letztlich immer auf den Servern machen will, dann habe ich ein Problem. Gut, ich kann das dann natürlich auch sagen, ich mache das Büro komplett dahin, also ich habe da Terminal-Server-Lösungen und so weiter und übertrage quasi nur noch meinen Bildschirm, dann mag das schon wieder gehen. Wenn ich aber da eine Agentur bin, die permanent irgendwelche dicken Daten da hochtragen muss, dann macht das einfach auch physisch keinen Sinn, die Server da zu haben. Dann macht das tatsächlich Sinn, das eben im Keller oder wo auch immer bei sich im Hause zu haben. Und ein ganz großes Problem, das hat aber auch nichts mit Infrastructure as a Service zu tun, sondern ist tatsächlich ein grundsätzliches Outsourcing-Problem. Was passiert denn eigentlich, wenn dieses Unternehmen insolvent geht? Dann kommt dann Insolvenzverwalter und bei denen liegt da berühmtlich die Betonung auf Verwalter. Also der ist jetzt nicht so dynamisch und hinterher, dass Sie nun immer noch an Ihre Daten rankommen. Das ist in der Tat einfach ein Grundsatzproblem. Ein Problem, mit dem wir übrigens am Anfang auch viel zu kämpfen hatten, als wir neu waren, wie das immer so ist. Nicht? Henne-Ei-Problem, wer war zuerst da? Das Problem oder das Unternehmen, und da war das natürlich immer so eine Diskussion, dass wir ja viel zu klein wären. Aber auch das lässt sich im Prinzip regeln, indem man halt sagt, okay, dann machen wir halt eben permanent nicht nur die Backups, sondern ziehen halt eben irgendwelche Images und schicken die dann halt eben alle Woche nach irgendwo hin. Bei dem einen Kunden, der es zum Schluss wirklich haben wollte, der hat uns dann nach 6 Wochen angerufen, hat gesagt, hören Sie mal auf, mir das immer zu schicken, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Dinger jetzt eigentlich hinpacken soll hier bei mir. Ich glaube doch schon daran. Aber das ist natürlich ein Risiko, das darf man nicht unterschätzen.
Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht aus dem letzten Jahr. Blitz stört Amazons und Microsofts Cloud in Irland. Das zum Thema Verfügbarkeit. Da ist ein Blitz eingeschlagen. Ich sage jetzt mal ein bisschen hämisch, eine Naturkatastrophe, mit der man nun wirklich nicht rechnen konnte. Und wir hatten hier entsprechende Ausfallzeiten. Beide haben auch von unterschiedlichen Ausfallzeiten gesprochen. Komisch auch, dass beide gleichzeitig betroffen waren. Fragt man sich natürlich auch, wie sichern die sich dann halt eigentlich wirklich da entsprechend ab, dass da irgendwie ein so ein Blitzschlag alles kaputt machen kann. Das ist wieder das Thema, was ich vorhin meinte, mit dem Anspruch, den man hat. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir zwei Stromzuführungen in das Haus haben, die beide auch zu zwei unterschiedlichen Umspannwerken gehen, also nicht von wegen vorne kommt es wieder bei einer und der gleichen Trafostation an und schlägt der Blitz ein, habe ich genau die Brille auf, sondern zu zwei unterschiedlichen Umspannwerken gehen, und selbst wenn da die Situation halt eben ist, dass nun tatsächlich der komplette Blackout ist, stehen halt hinten 13 große Schiffsdiesel, die entsprechend dann die Sache da übernehmen, mit USV natürlich dazwischen, und auch da ist wieder Redundanz, das heißt, wir brauchen eigentlich nur 11, um das gesamte Gebäude unter Volllast zu fahren, aber das ist immer der Anspruch, den man da letzten Endes an die Sache hat. Anderes schönes Beispiel, tituliert bei Heise mit Wolkenbruch bei Amazon, Datenverlust in der Cloud. Ja, wenn ich da halt eben tatsächlich die Systeme, sage ich mal, nur auf dem RAID 5 oder was auch immer laufen lasse oder unter welchen Konstellationen auch immer laufen lasse, vielleicht eben auch meine Daten selbst dann nicht spiegle, weil das muss man ja letzten Endes dann bei Amazon selbst machen, dann kann sowas passieren. Und wenn dann mir plötzlich dann meine gesamten Unternehmensdaten wegbrechen, und in diesem Fall gab es ja viele Unternehmen, die dann sowohl ihr Backup als auch das Live-System in genau diesen Bereichen hatten, ja, dann ist das Unternehmen halt auch mal schnell gelöscht. Aber auch hier ist wieder die Frage, also ich hatte letztens eine schöne Diskussion mit einem Herrn von Amazon, der meinte, naja, da ist ja der Kunde dann auch selbst schuld. Und ich meinte, hä? Es sind doch Ihre Sachen, die da kaputt gegangen sind. Naja, aber Sie müssen ja dann die Systeme verteilen. Wir haben ja da Standorte überall auf der Welt. Da müssen Sie schon letzten Endes überall die Systeme haben. Dann meine ich, aha, das heißt, wenn ich jetzt ein System, wo ich das Storage dran habe, bei Ihnen betreibe, bin ich nur dann sicher, wenn ich quasi das auf eine Handvoll von Ihren Standorten überall verteile, also fünfmal bei Ihnen kaufe. Ja, ist ja ein super Angebot, dann wird es ja immer günstiger bei Ihnen. Ja, also das ist halt eine Sache, die man auch durchaus einmal in Augenschein nehmen muss, in dem Vergleich, was macht der eine Anbieter schon, was ich mir vielleicht bei Amazon selber bauen muss. Ja, Störung bei BlackBerry-Diensten ist im Prinzip genau die gleiche Geschichte, da war halt eben dieser komplette BlackBerry-Dienst dann im Eimer und alle mit ihren Handys standen ein bisschen blöd, da haben wir jetzt Zeitproblem. 35, entspannt, sehr gut, ich bin gleich fertig. Gut, dann überspringen wir das, wir hatten auch alle Probleme. Hier nochmal ganz kurzer Überblick zu diesen neuen. Wie gesagt, wir machen eine 99,99, aber ich spreche ungern drüber. Warum? Weil ich diese Zahlen Schall und Rauch finde. Wenn der Fall eintritt, siehe Datenverlust, dann nutzt es mir nicht, dass ich irgendwelche Wahrscheinlichkeiten hatte, dann ist mein Fall zu 100% eingetreten und ich habe das Problem. Die Frage ist ja eigentlich letzten Endes, und vor allem, das ist ja alles nur Marketing. Also rechnen Sie mir doch mal aus, wie Sie die Verfügbarkeit, wie kommen Sie denn da drauf? Das ist ja Quatsch eigentlich. Das ist ja nur eine Marketingaussage, ich garantiere dir das, und wenn ich das nicht einhalte, dann kriegst du ein bisschen was. Je nach Verhandlungsgeschick ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. In der Regel nicht das, was ich eigentlich wirklich als Problem daraus hatte. Das heißt, die Frage ist, was wird alles getan? Wie viele Sicherheitsnetze werden denn untergehangen? Also mit dem Beispiel Strom eben, da sind ja jetzt eine ganze Menge Sachen. Das ist eigentlich das, was es zu erfragen gilt bei einem entsprechenden Anbieter. Und wie sieht es genau bei der Kühlung aus? Wenn der Wärmetauscher kaputt geht, gibt es noch einen zweiten oder nicht? Das sind halt alles diese Sicherheitsnetze. Genauso eben, wenn bei uns zum Beispiel so ein Blade kaputt geht, es ist immer entsprechend Ressource da, dass wenn da die Sachen kaputt gehen, immer sofort was anderes das entsprechend übernehmen kann. Und da wir das Storage eben zentral halten, kann das sogar innerhalb von 30 Sekunden auf einem anderen Blade wieder gestartet werden, die Maschine, da ist sie wieder. Das sind halt die Fragen, die man eigentlich dabei stellen muss. Deshalb ist es wichtig, wenn man entsprechend solche Angebote prüft, wie sehen die Server-Level-Agreements aus? Auch da muss man ganz klar sagen, da habe ich auch gerade letzte Woche ein Gespräch mit einem Kunden gehabt, wo ich ihm gesagt habe, brauchen nicht weiter diskutieren, ich zeige Ihnen das jetzt nochmal, aber
inhaltlich ist es Quatsch, der von mir halt garantiert haben wollte, dass wenn die Daten verloren gehen, man eben aus dem Backup das, seine Daten innerhalb von einer halben Stunde wieder herstellen kann. Es ging um Datenvolumen von 4 Terabyte. So, da kann man kurz mal ein bisschen rechnen, Physik, wie das lange dauert, wie lange das braucht, das geht halt nicht. Aber nichtsdestotrotz, das sind die Stellen, wo man halt eben genau hingucken muss. Was gibt es für technische und organisatorische Maßnahmen? Das ist ein Dokument aus dem Datenschutz, wo eben genau aufgeführt wird, wie sieht es aus, wer hat da Zugriff, wer hat auch Zugang, also sprich Benutzername, Passwort, Zugang zu dem System von dem Anbieter, wer hat eventuell auch irgendwelche Berechtigungen, um da irgendwas zu löschen, schreiben, ändern, wie auch immer. Und all die ganzen Fragen, die da noch mit dranhängen. Gibt es da Betriebsprozesse? Auch so ein Thema, Zertifikate, immer schön und gut. Gucken Sie mal genau hin, was da in den Zertifikaten drinsteht. Es gibt Unternehmen hier auf dem Berliner Markt, Rechenzentrumskollegen, die rennen rum mit ihrem Zertifikat. Das war erstens noch nie für den Berliner Standort und zweitens ist es seit Jahren abgelaufen. Ja, also wichtig ist, hat das Prozesse? Hinterfragen Sie mal, was passiert denn, wenn das und das der Fall ist? Gibt es einen persönlichen Ansprechpartner oder nicht? Habe ich den Bedarf oder nicht? Reicht es mir, irgendwo eine Mail zu schreiben oder in einem Forum zu posten? Mag auch sein, es gibt genug Beispiele, wo das völlig in Ordnung ist. Oder habe ich einfach die Relevanz, dass ich schnell jemanden erreichen muss, den ich dann halt eben auch irgendwie was mal nur fragen kann, um eine schnelle Entscheidung für mich zu treffen? Oder auch in einer Problemsituation, der dann auch mein Unternehmen schon kennt und auch genau weiß, okay, wir fassen erstmal das an, weil das ist für dich in deinem Unternehmen das Wichtigste und zum Schluss kommt das Ding, was irgendwie im Prinzip nur die Sekretärin braucht, die kann jetzt mal 3 Stunden warten, wir müssen erstmal das Wichtige anfassen. Ja, Green IT, Kostenvergleich, das sind inzwischen Sachen, glaube ich, die sind klar. Bei Green IT ist einfach eine ideologische Frage, will man das oder will man das nicht. Dann Zertifizierung hatte ich eben schon angesprochen, schauen Sie da mal wirklich genau hin, die kommen ganz schnell ins Schwimmen, die Kollegen. Es gibt auch ein großes Rechenzentrum von einem großen internationalen Provider, der Carrier-Geschäft ganz toll ist, die löschen leider trotzdem mit Wasser bei sich im Rechenzentrum, mit dem Argument, ja, wenn es mal brennt, dann wenn Wasser gelöscht wird, dann kühlt das ja auch das Gebäude und es ist ja unser Gebäude, dann fällt das nicht ein. Ja, super, aber meine Sachen sind trotzdem im Arsch und vor allem, ehe das Wasser bei meinen Geräten angekommen ist, weil der Raum ist irgendwie riesig. Naja, bis dahin ist eh alles abgebrannt. 24/7 Wachschutz, Bedürfnis, ja oder nein? Habe ich da was, was beschützt werden muss oder ist es da auch völlig egal, ob da im Zweifelsfall irgendwas passiert? Und halt will ich diese redundante Auslegung der Systeme selber machen? Also will ich halt mir selber all spiegeln und das ganze Programm machen oder will ich letzten Endes das eigentlich nicht selber machen, soll das eben auch schon Bestandteil des Dienstes sein und kaufe ich mir das quasi schon ein und das muss man natürlich auch kostenmäßig vergleichen, weil ich ja bei dem einen mindestens das Doppelte ausgeben muss, wenn ich das mir selber mache und bei dem anderen im Prinzip schon fertig bekomme. Deshalb das Fazit, mit dem ich eigentlich angefangen habe und das, womit wir mit jedem Gespräch anfangen, was brauchen Sie? Was wollen Sie, was machen Sie überhaupt und dann mal genau analysieren. Bei uns ist es Bestandteil der Dienstleistung, dass wir uns da gerne vorher hinsetzen und das gemeinsam durchgehen. Es kann auch gerne Bestandteil der Dienstleistung sein, dass wir einfach nur die Ressourcen bieten und das entsprechend ein freier IT-Berater für uns macht. Das kann auch gerne der Administrator machen. Ich will da niemanden den Job wegnehmen und habe da auch keine Aktien drin. Ich freue mich über alles, was ich verkaufe, weil überall ist ein kleines bisschen Gewinn einkalkuliert. Es gibt keine Mischkalkulation. Insofern ist es egal, wer es macht, aber es muss irgendeiner machen. Ja. Ich sag mal, ich nehme das Fazit da unten dann einfach jetzt vor, Infrastructure as a Service, grundsätzlich Outsourcing, Rechenzentren ist halt nicht immer dann auch wirklich Infrastructure as a Service, es gibt Riesenunterschiede. Vielen Dank, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und schon sogar gefragt haben und sollte jetzt dennoch eine kurze Frage sein, dann immer her damit. Ich laufe hier jetzt mal rum. Hat hier etwa jemand noch eine Frage? Nein. Ja, Verständnisfragen, Kritik. Auf links haben wir hier. Ja. Ja. Mich würde mal interessieren, was für eine Technologie Sie da einsetzen, mit der Sie CPUs dazuschalten, wegnehmen, Speicher zuschalten. Passiert sowas manuell? Also beauftragt der Kunde bei Ihnen das oder machen Sie das voll automatisiert? Also wir haben letzten Endes keine API oder Oberfläche, wo ich das selber machen kann.
Weil, also ich würde es gerne irgendwann mal haben, um da auch ganz konkret und ehrlich darauf zu antworten. Bisher hat irgendwie noch nie einer gefragt, wo es wirklich konkret war. Insofern haben wir das nicht. Was wir aber machen und was auch, sage ich mal, ganz gut läuft, ist, dass wir natürlich unsere Systeme monitoren, also unsere Ressourcen sowieso und letztlich sogar auch die Applikationen, wenn, also in dem Teil Servermanagement sind halt eben auch Monitoring der Applikationen selbst mit drin, wo wir natürlich dann schon sehen, okay, läuft irgendwas voll, irgendeine Platte läuft voll oder gibt es da Probleme bei der Performance von dem Gerät, von der Applikation, weil die CPU, RAM oder was auch immer nicht mehr reicht. Und da ist es halt so, dass wir vorher mit dem Kunden uns hinsetzen und sagen, okay, was für Schwellwerte gibt es und bei den und den Schwellwerten machen wir was? Rufen wir dich nur an, gibt es eine Mail, machen wir irgendwas? Und das ist dann halt quasi genau die Stelle, wo es eben oft Vereinbarungen gibt, dass wir sagen, okay, wenn das eben so und so voll läuft oder so und so Auslastung, dann bitte erstmal entsprechend zuschalten, damit das Mindestniveau wieder erreicht wird. Und das passiert letzten Endes sofort. Also weil wir sind ja 24/7 da am Start, wenn wir das merken, dann ist das innerhalb halt eben von ein paar Minuten erledigt. Nein, der Kunde kriegt von uns virtuelle Instanzen oder virtuelle Server auf physischer Hardware. Irgendwann kommt die ja dann doch. Dann noch eine Frage? Eigentlich keine Frage, sondern eine Bemerkung. Sie sagten ja, der Vortrag vorhin hatte ja auf das Vertrauen abgehoben am Schluss. Letztendlich würde ich jetzt sagen, das ist jetzt hier ähnlich. Man muss das Vertrauen eben in dem Anbieter haben. Sie haben jetzt jede Menge gute Argumente, wo man sagt, okay, das klingt danach, dass man sie sich wirklich viele Gedanken gemacht haben, um eben halt, was könnte alles passieren und was kann man machen. Aber letztendlich, wie Sie sagten, als Statistik, ne, wenn ich gerade dabei bin bei dem Blitzschlag, der jetzt nun dummerweise genau den Knoten erwischt hat, dann, aber es bleibt beim Vertrauen dann letztendlich. Naja, es bleibt zum einen erstmal, also man fängt grundsätzlich natürlich in der Mischung dessen an. Also das ist ja das, was ich gerade eben versucht habe zu vermitteln. Also man muss, also man kommt aus der Verantwortung als Kunde letzten Endes nicht raus, zu sagen, ich kontrolliere genau, auf was lasse ich mich hier gerade ein. Das heißt also, ich muss halt wirklich hinterfragen und im Zweifelsfall mir auch angucken gehen, wenn der Anbieter das leistet, dass man sich das angucken kann. Was steckt wirklich dahinter? Denn klar, es ist halt so, bei diesem Strombeispiel zu bleiben, was ich jetzt eben gesagt habe, wäre das in unserer Situation, also es ist jetzt etwas kompliziert, das im Detail aufzufassen, aber sagen wir mal, es geht da jetzt halt eben eine Trafostation kaputt, wodurch auch immer, Blitz, LKW fährt gegen, was auch keine Ahnung, dann ist halt die Frage, gibt es eben noch was Zweites oder an welchen Leitungen hängt das alles? Und das ist eben das, was ich meinte, wo wir halt eben da über zwei Umspannwerke direkt gehen. Also die Trafostationen sind quasi die eigenen von dem Rechenzentrum, dann direkt an zwei Umspannwerke. Das heißt, es müssten eigentlich beide Wege, Nord und Süd, beide im Prinzip kaputt gehen und so weiter und so weiter. Aber ganz klar, es kann immer was passieren. Wenn der große Jumbojet auf diesem Gebäude landet, dann landet der große Jumbojet auf diesem Gebäude. Und dann war es das. Dann kann man noch in das Salzstockbergwerk in der Schweiz gehen, wo die Banken alle ihr Backup machen. Gut, wenn da mal irgendwo das große Wasser kommt, läuft es natürlich an den tiefsten Punkt. Also man kann sich immer einen Fall konstruieren, wo irgendwas kaputt geht. Aber die Frage ist halt, wie viele Netze sind gemacht? Wie viele Netze gibt es da wirklich? Oder gibt es halt eben gar kein Netz, sondern man arbeitet frei auf dem Seil. Und wenn der Blitz kommt, fällt man knapp auf den Beton runter. Gut, ich glaube, die Zeit ist auch vorangeschritten, was nicht heißt, dass ich gerne dann trotzdem noch zur Verfügung stehe. Wenn noch Fragen sind, können wir gerne da noch weiter drüber sprechen. Dann vielen Dank erstmal. Haben Sie noch irgendwo einen Stand oder so? Wo Sie denn? Also ich mache meinen